Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Kerbals Space Program. In dieser möchte ich euch zeigen, wie ihr eine einfache Rakete baut. Hier ist man direkt auf der ersten Seite bei den ganzen Command Pods und allgemein Kapseln. Dann nehmen wir uns erstmal das MK1-2 Command Pod. Einfach draufklicken mit Linksklick. Und mit dem Mausrad geht man halt nach oben und unten und rechte Maustaste gedrückt halten, kann man so bewegen. Ja, hier passen in diese Kapsel halt drei Kerbal rein. Und ja, damit die auch wieder heile und sich herunterkommt, brauchen wir da einen Fallschirm ran. Wir nehmen den XL Parachute. Sorry. Und das ist halt ein Fallschirm, damit der auch sicher wieder runterkommt. Naja, dann erstmal ein Kappler. Einen großen. Der springt halt dieses Teil von dem Teil ab, was da runterkommt. Da kommen dann erstmal 2, 3 Fuel Tanks runter. Also es gibt die halt auch in klein und in groß. Also das ist ja auch mal, das ist dieselbe Größe. Ja, hier, das ist klein. Und das ist groß. Dann gibt es auch noch so Adapter dazu. Naja. Jedenfalls, dann kommen wir zu den Triebwerken. Da gibt es verschiedene, also ganz viele verschiedene. Es gibt von Fuel-Triebwerken bis zu Monopropellant, Fuel-Engines, alle möglichen eigentlich. Es gibt auch hier so Jet-Engines, die brauchen nämlich nur Treibstoff und Sauerstoff und beziehungsweise Luft, und das ist ja auf Planeten überall vorhanden, nur im Weltraum nicht, deswegen kann man die halt nur auf Planeten nutzen. Okay. Dann nehmen wir mal eine, nein, hier. Nein, wir nehmen. Nein, die nehmen wir auch nicht. Okay. Darunter kommt dann gerade ein Decoupler. Es gibt die halt auch in kleinen, mitteln und total groß. Groß und so. Okay, darunter kommt dann ein weiterer großer Tank. So. An welchen wir aber noch seitliche die Kappler anbringen. Hier kann man noch einstellen, wie viel, also dass wir so eine symmetrische, was alles symmetrisch ist, hier unten bei Symmetry Mode. Ja, dann haben wir halt hier 6 Decoupler, die Kappel nach außen und nicht halt so nach unten. Daran kommen dann wieder hier diese orangenen Fuel Tanks. Dann kommen da, wir nehmen und noch einmal die. Das aber noch einmal. Okay, ich denke mal, das ist schon mal als Basic-Rakete ganz gut. Dann kann man noch Spitzen drauf machen, wenn man möchte. Kann man auch mit den Tasten Q, W, E, A, S, D immer rotieren und so, also in alle Richtungen. Ja, daran können wir dann noch so kleine Spitzen machen. Es gibt halt auch noch unterschiedliche Spitzen. So. Okay, sieht jetzt irgendwie ein bisschen blöd aus, aber also Spitzen verringern natürlich den Luftwiderstand und so, was dann wiederum nützlich ist. Dann können wir noch
eine Kleinigkeit machen, und zwar machen wir die Kappler. Und daran können wir noch Booster anschließen. Das sind halt Raketen, welche die Rakete, wie schon gesagt, boosten. Und ja, das sind einfach Feststoffraketen. Also die kann man nicht kontrollieren mit den Tasten. Okay. Damit das noch alles funktioniert, müssen wir die noch etwas verbinden. Sonst ist es unstabil. So. Und da können wir noch Spitzen dran machen. Und das verbinden wir auch nochmal kurz. So. Okay, das geht nicht überall. Kann man die hier unten nochmal verbinden? Nein. So. Müsste jetzt. Genau, ist überall. Und dann noch einmal. So. Dann kann man auch noch den. Also machen, dass der Treibstoff von einigen Raketen immer in andere gepumpt wird, damit das. Damit die unterschiedlich runterfallen. Aber das ist das Erste erstmal. Genug hier. Also natürlich kann man das alles noch hier drunter bauen, also da kann man noch was drunter bauen und noch mehr und so. Aber das ist erstmal so eine verhältnismäßig kleine Rakete für den Anfang. Ja, dann seht ihr hier rechts eine Leiste mit verschiedenen, ja, Vierecken, kann man sagen. Das zeigt an, wie die verschiedenen Triebwerke starten und wie die abgekoppelt werden und alles mögliche. Als erstes werden die Booster gezündet, genau. Dann sollen aber direkt mal links gedrückt halten, auch ziehen und so. Kann man halt auch schieben und so. Wir schieben erstmal alle Triebwerke hier, also die unteren und hier die, in die eine, also in Nummer 6. Und ja, also das ist halt, was ich erklären muss. Nummer 6 wird aktiviert, wenn man einmal auf die Leertaste drückt. Nummer 5 wird aktiviert, wenn man danach nochmal auf die Leertaste drückt und immer so weiter. Okay, aber in Schritt 5 werden halt die Booster abgekoppelt, weil die auch als erstes leer sein werden. Dann werden die abgekoppelt, die äußeren. Okay, wir können. Das ist hier das unterste Triebwerk. Das können wir nach oben ziehen, zu welches dann aktiviert wird, wenn die anderen 6 abgeworfen werden. Dann kommen wir noch weiter. Ein kleiner Trick. Okay, und danach wird das abgesprengt. Dieser, die Kappe wird aktiviert. Ja. Und diese Rakete wird gezündet. Und ganz zum Schluss wird das, das kann man dann noch absprengen und der Fallschirm wird dann geöffnet. Ja, ach genau, was ich fast vergessen hätte. So, Spitzen. Die kommen noch hin, das ist halt für den Start, damit das direkt stabil ist. Und die sollen nicht alle in ein einzelnes Ding dran, sondern direkt, wenn die unteren Sachen alle aktiviert werden. Okay, wir speichern das mal ab. Als. Ja, ich habe wieder gut gedeutscht. Ja. Save und Launch. Okay, es ist gerade Nacht. Das spulen wir mal etwas vor. Also Warpen, Time Warp kann man machen mit Punkt und Komma, den Tasten. Und halt auch oben links mit der Maus selber. Okay. Und mit Steuerung und Shift kann man halt hier unten links den Thrust vergrößern und verringern, halt den Schub. Und ja, mit Leertaste wird halt der erste Schritt, das geht von unten aus, aktiviert. Und
Ach genau. T und R aktivieren noch SAS und ACS. Und das ist halt, SAS ist zur Kontrolle. Also es ist ein System, welches die Rakete automatisch stabil hält. Und ACS sind so kleine Schubdüsen, mit denen man die Rakete auch lenken kann. Aber da wir hier keine ACS dran haben, können wir das auch ausmachen. Hier, das rechts unten, sieht man unsere beiden Gleiter, beziehungsweise die Raumfahrer. Und ja, mit Taste C kann man dort reinzoomen, einfach in deren Ansicht wechseln. Und ja, da oben sieht man den anderen Körbel. Ja, mit C kommen wir halt auch wieder zurück und jetzt wollen wir mal starten. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay, ich bremse nicht, aber ich gebe mal etwas weniger Schub. Ich kann eh nur diese Flüssigtreibstoff-Raketen steuern. Die Booster am Anfang kann ich nicht steuern. Die sind, ja, wenn ich jetzt komplett ausmache, die bleiben immer an. Okay. Die Booster schaffen es schon alleine hoch. Was? Deshalb gebe ich noch etwas Schub. Okay, ab einer gewissen Höhe muss man sich auch in den Orbit legen, aber erst später. Kurz bevor die großen Booster hier abgebrannt sind, also jetzt aktiviere ich die schon mal, dann fliegen die hoch. Okay, das war eine schlechte Idee. Sind die über uns? Naja, jedenfalls. Jetzt sind die Booster weg. Normal sollte man die abwerfen, wenn die ausgebrannt sind, aber. Okay. Und man sieht halt auch die Geschwindigkeit. Da gibt es auch verschiedene Einstellungen zu. Geschwindigkeit zum. Also Surface. Und Geschwindigkeit im Orbit. Geschwindigkeit im Verhältnis zum Ziel. Also man kann auch Ziele auswählen und so. Naja. Und jetzt sind wir schon 13 Kilometer hoch und gleich können wir uns schon mal in Richtung Orbit neigen. Ich denke, ich neige mich schon mal etwas. Also steuern kann man hier mit W, A, S, D, Q und E. Und es gibt halt noch eine andere Ansicht mit M. Da sieht man halt seine Flugbahn und so. Und ja. Okay, ich neige mich mal was stärker und gebe Vollgas, damit wir ein bisschen schneller seitwärts kommen. Also ich muss sagen, sieht echt cool aus, das Spiel. So eine echt gute Grafik. Das ist, wie ihr schon aus den letzten Videos wisst, hier die Apoapsis, der höchste Punkt. Und ja, wenn der so bei 100, also ich mach's immer so, wenn der so um die 100 Kilometer liegt, stoppe ich. Warte ein bisschen, beziehungsweise ich spule etwas vor, damit ich dann in den Orbit einschwenken kann. Okay. 100, wenn man hier irgendwo auf die Flugbahn tippt, gibt es einmal Add Manöver und einmal Warp hier. Wir gehen auf Warp hier und spult das automatisch etwas vor. Okay. Und jetzt kann man sich komplett in auf diese auf die Hälfte zwischen Blau und Rot in diesem Würfel, Kreis neigen und dann kann man vollen Schub geben. Dann sieht man schon, wie das sich hier weitet und okay, jetzt
sind hier unsere äußeren Booster ausgebrannt. Wir werden die abkoppeln und... Okay. Wieso wollen die sich jetzt nicht aktivieren? Okay. Das ist jetzt ein kleiner Bug vom Spiel oder so. Jedenfalls haben sich diese Düse nicht aktiviert. Na egal. Orbit haben wir ja eh fast. Jedenfalls, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich halt die andere Stufe dann einfach aktiviert. Und ja, jetzt haben wir gleichen Ort. Okay. Ich gehe nochmal ein bisschen. Ich warpe noch etwas vor, damit wir einen halbwegs exakten Orbit hinlegen können. Es gibt dann auch noch so Mods, mit denen man das alles viel genauer, so MechJab und so, welchen Orbit komplett alleine hinkriegt. Da muss man dann nur sagen, ja, mach einen Orbit auf dieser und dieser Höhe und dann hat der einen, macht der einen Orbit, aber ich finde es irgendwie cooler, wenn man es selber macht. Okay. Jetzt seht ihr, haben wir einen Orbit. Und ja, man kann halt den Orbit noch vergrößern und verkleinern, indem man einfach mehr Schub gibt, dann wird er größer. Also er wird nicht komplett direkt größer, sondern nur an der einen Seite. Also man geht am besten an die Periapsis. Das mache ich mal kurz. Dann, wenn man dann Schub gibt, wird die Apoapsis am schnellsten größer und das ist dann halt auch am effizientesten und treibstoffsparendsten. Das mache ich mal. Und wie ihr seht, wird sich jetzt einfach die Apoapsis vergrößern. 400 Kilometer, 500 Kilometer, 600 Kilometer, 700 Kilometer. Also es geht ziemlich schnell. Okay, und was wir dann gleich machen können, wir gehen mal auf die Höhe des Mondes. Also wir werden jetzt nicht zum Mond selber fliegen, das haben wir schon in gewissen anderen Videos gemacht. Jedenfalls werden wir jetzt mal dorthin warpen. Oh, wir können sogar hätten fast einen Mondorbit hingekriegt. Naja, jedenfalls. Oh, wir haben Mondorbit. Das ist jetzt unbeabsichtigt gewesen. Jedenfalls sind wir gerade ein paar Mal um die Erde geworbt und haben jetzt einen Mondorbit. Wir können jetzt in die Mondumlaufbahn einsteigen. Ja, jedenfalls gibt es halt noch verschiedene Möglichkeiten, aber das habt ihr schon in den letzten Videos gesehen mit dem Mond. Aber das war gar nicht unser Ziel, sondern wir wollen jetzt ja wieder zurück zur Erde. Wir haben noch einen Fallschirm dabei und werden dafür jetzt ein bisschen einfach weiter fliegen. Und zwar zur Apoapsis. So, der Mond verschwindet da jetzt. Man sieht hier noch unsere Periapsis, die ist in der Höhe von 390 Kilometer. Wenn wir jetzt langsam bremsen, vorsichtig, sieht man, wird die kleiner. Und wenn wir dann eine Höhe von, also ein Orbit von, das ist kein Orbit mehr, aber so eine Höhe von 50 Kilometer, dass wir erreicht haben, nochmal 50, dann bremst uns der Luftwiderstand. Und ja, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ob das schon reicht, oder ob wir noch etwas tiefer gehen müssen. Okay, wir sind jetzt hier und ich
baue jetzt per Hand, nenne ich es mal. Also ich baue selber nochmal etwas daran, weil wir noch sehr weit weg sind. Okay, jetzt hat sich das gerade automatisch auf Warp Time Warp 1 gestellt, da wir so dicht, also wir sind jetzt schon in der Atmosphäre, in der obersten Schicht der Atmosphäre. Man sieht und spürt davon noch nichts, aber man sieht oben schon in der Anzeige 59, 58 Kilometer. Man kann jetzt noch bis 4 vorspulen, aber nun gut. Okay, und es reicht echt noch nicht. Wir müssen noch tiefer gehen, um abbremsen zu können. Und gut, jetzt. Wir werden einfach mal auf 20 Kilometer runtergehen. Dann werden wir auf jeden Fall abgebremst. Okay, wir hatten einen Orbit von 48 Kilometer. Hat nicht gereicht. Also werden wir jetzt einen Orbit von 19 Kilometer gehen. So, wo ist die Erde? Da. Ups. Kleiner Bug oder so. So. Nun gut, jedenfalls gehe ich jetzt mal selber was näher ran. Okay, so ist wieder in Ordnung. Okay, jetzt sind wir wieder auf Time Warp 1. Und es geht rein in die Atmosphäre. Aber wir sind gerade in so einer Wüste bzw. Bergregion. Okay, und jetzt seht ihr, es wird warm und wir sind jetzt in der Atmosphäre, wo wir abbremsen. Hier sieht man noch unseren Orbit. Okay, wir sind jetzt im Moment auf einer Höhe von 30 und werden aber noch auf eine Höhe von 16 Kilometer runtergehen. Also man sieht schon, wie sich unser Orbit verringert und wie wir am Glühen sind. Ich gebe einfach nochmal Gas, damit wir schneller runterkommen. Okay, ich kopple das jetzt mal ab. Ich hätte die Rakete ausmachen müssen. Okay, jedenfalls werden wir jetzt hier landen. Ich aktiviere den letzten Schritt auf dem Fallschirm mit Leertaste wieder. Okay, der Fallschirm glüht, alles klar. So. Und jetzt. Also noch sind wir recht schnell, aber ab einer Höhe von 500 Meter über dem Boden werden wir abrupt ganz langsam. Nun gut. Ich spule das wieder etwas vor. Wobei ich es normalerweise so mache, dass ich den Fallschirm erst so überhaupt erst 1 Kilometer über den Boden öffne oder so, damit man schnell runterkommt. Und nicht so lange wie jetzt warten muss, bis man überhaupt unten ist. Okay, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ist der Fallschirm geöffnet.
Wir sind jetzt ungefähr 1000 Meter über dem Meeresspiegel, nicht über dem Boden. Das heißt, jetzt sind wir ungefähr 500 Meter über dem echten Boden. So, sind wir gelandet. In der schönen Steinwüste. Oder überhaupt Wüste im Gebirge jedenfalls. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben oder lasst sogar ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Video.